Arbeitsgerichtsgesetz, ABGG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979. BGB 1, Seite 853 bis Seite 1036. Zuletzt geändert durch 10. Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. August 2001. BGB I.1, Seite 1474, Inhaltsübersicht, erster Teil, allgemeine Vorschriften. Gerichte für Arbeitssachen. Zuständigkeit im Urteilsverfahren. Zuständigkeit im Beschlussverfahren. Zuständigkeit in sonstigen Fällen. Ausschluss der Arbeitsgerichtsbarkeit. Begriff des Arbeitnehmers. Besetzung der Gerichte für Arbeitssachen. Allgemeine Vorschriften über das Präsidium und die Geschäftsverteilung. Geschäftsstelle, Aufbringung der Mittel. Gang des Verfahrens. Allgemeine Verfahrensvorschriften und Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren. Parteifähigkeit, Prozessvertretung, Beiordnung eines Rechtsanwalts, Prozesskostenhilfe, Kostentragungspflicht, Rechtshilfe, internationale Verfahren. Zweiter Teil, Aufbau der Gerichte für Arbeitssachen, erster Abschnitt. Arbeitsgerichte, Errichtung und Organisation, Verwaltung und Dienstaufsicht, Zusammensetzung, Bildung von Kammern, Ernennung der Vorsitzenden, ständige Vertretung, Berufung der ehrenamtlichen Richter, Voraussetzungen für die Berufung als ehrenamtlicher Richter, ehrenamtliche Richter aus Kreisen der Arbeitgeber, ehrenamtliche Richter aus Kreisen der Arbeitnehmer. Ablehnung des ehrenamtlichen Richteramtes, § 25 ist weggefallen. Schutz der ehrenamtlichen Richter, Amtsenthebung der ehrenamtlichen Richter, Ordnungsgeld gegen ehrenamtliche Richter, Ausschuss der ehrenamtlichen Richter, Besetzung der Fachkammern, Heranziehung der ehrenamtlichen Richter. § 32 ist im Weg gefallen. Zweiter Teil, Landesarbeitsgericht, interessiert hier nicht gerade. Ich bin vom Arbeitsgericht Solingen. Dritter Teil, Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen. Erster Abschnitt, Urteilsverfahren. Erster Unterabschnitt, erster Rechtszug. § 64 Grundsatz, § 64a Mahnverfahren, europäisches Mahnverfahren nach der Verordnung EG Nummer 1896/2006. Einreichung elektronischer Dokumente, gerichtliche elektronische Akte, Formulare, Verordnungsermächtigung, Sondervorschriften über Ladung und Einlassung, Rechtsweg und Zuständigkeit, Ablehnung von Gerichtspersonen, Zustellung. Persönliches Erscheinen der Partei in Öffentlichkeit, Befugnisse des Vorsitzenden,
und der ehrenamtlichen Richter, Güteverfahren, Mediation, außergerichtliche Konfliktbeilegung. Alleinentscheiden durch den Vorbesitzenden, Vorbereitung der streitigen Verhandlung, Verhandlung vor der Kammer, Beweisaufnahme, Versäumnisverfahren, Verkündung des Urteils, Inhalt des Urteils, besondere Prozessförderung im Kündigungsverfahren, Klage wegen Benachteiligung. Mir ist schon das erste aufgefallen. Paragraph 48 ist Rechtsweg und Zuständigkeit und das Güteverfahren ist Paragraph 54. Das heißt, wenn man einmal bei 54 im Güteverfahren angekommen ist, kann man sich nicht mehr auf Paragraph 48 Rechtsweg und Zuständigkeit berufen. Habe ich heute anders erlebt, finde ich ziemlich scheiße, muss ich einfach mal sagen. Deutschland, deine Richter, mehr sag ich dazu nicht, ey Mann. Das hat einen Grund, warum die sich Gedanken über die Reihenfolge der Paragraphen gemacht haben. Ich sag da nichts mehr zu, ey. Verhandlung vor der Kammer, Beweisaufnahme, Versäumnisverfahren, Verkündung des Urteils, Inhalt des Urteils, besondere Prozessförderung im Kündigungsverfahren, Klage wegen Benachteiligung, Zwangsvollstreckung, Übermittlung von Urteilen in Tarifvertragssachen. Ich mache hier mal ein Bändel rein. Ich glaube, ich habe auch zu Hause noch so einen Marker. Kann ich mir direkt markieren. So. Besondere Prozessförderung in Kündigungsverfahren, Klagen wegen Benachteiligung, Zwangsvollstreckung, Übermittlung von Urteilen in Tarifvertragssachen. Zweiter Unterabschnitt, Berufungsverfahren, Paragraph 64, Grundsatz, Beschränkung der Berufung, Einlegung der Berufung, Terminbestimmung, Zulassung neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel, Zurückverweisung, Urteil. Paragraph 70 und 71 weggefallen. Dritter Unterabschnitt, Revisionsverfahren, Grundsatz. Cool. Ich erfahre den Grundsatz zwischen einem Berufungsverfahren und einem Revisionsverfahren. Sehr schön. Grundsatz: Nichtzulassungsbeschwerde, sofortige Beschwerde wegen verspäteter Absetzung des Berufungsurteils, Revisionsgründe, Einlegung der Revision, Terminbestimmung, Urteilsprung, Revision, Revisionsbeschwerde. Vierter Unterabschnitt: Beschwerdeverfahren, Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Beschwerdeverfahren, Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Fünfter Unterabschnitt, Wiederaufnahme des Verfahrens. Zweiter Abschnitt, Beschlussverfahren. Erster Unterabschnitt, erster Rechtszug. Grundsatz, Antrag, örtliche Zuständigkeit, Verfahren, Vergleich, Erledigung des Verfahrens, Beschluss, Zwangsvollstreckung. Paragraph 86 ist weggefallen. Zweiter Unterabschnitt, zweiter Rechtszug. Grundsatz, Beschränkung der Beschwerde, Einlegung, Verfahren, Entscheidung. Dritter Unterabschnitt, in dritter Rechtszug, Rechtsbeschwerdeverfahren, Grundsatz, Nichtzulassungsbeschwerde,
sofortige Beschwerde wegen verspäteter Absetzung der Beschwerdeentscheidung, Rechtsbeschwerdegründe, Einlegung, Verfahren, Entscheidung, Sprungrechtsbeschwerde, vierter Unterabschnitt, Beschlussverfahren, Beschlussverfahren in besonderen Fällen, so heißt das Ding, Entscheidung über die Tariffähigkeit oder Tarifzuständigkeit einer Vereinigung, Entscheidung über die Wirksamkeit einer allgemein verbindlichen Erklärung und einer Rechtsverordnung, Entscheidung über den nach § 4a Absatz 2 Satz 2 des Tarifvertragsgesetzes im Betrieb anwendbaren Tarifvertrag, Entscheidung über die Besetzung der Einigungsstelle. So, bei der Klage werde ich nachbessern. Sehe ich jetzt schon.
Förderabschnitt, ja, genau. Ich habe gerade ein bisschen was gelesen, weil das mich betrifft. Förderunterabschnitt Beschlussverfahren in besonderen Fällen, Entscheidung über die, das hatte ich schon. Förderteil Schiedsvertrag in Arbeitsstreitigkeiten, Grundsatz, Prozess, hindernde Einrede, Zusammensetzung des Schiedsgerichtsverfahrens vor dem Schiedsgericht, Anhörung der Parteien, Beweisaufnahme, Vergleich, Schiedsspruch, Zwangsvollstreckung, Aufhebungsklage. Fünfter Teil, Übergangs- und Schlussvorschriften, Änderungen von Vorschriften, Übergangsregelungen, Entscheidungsbefugnis Bundesregierung. So, ich werde noch ein Schreiben aufsetzen müssen und ich werde mich zur Zuständigkeit im Urteilsverfahren äußern. Das ist nämlich das, was ansteht. Und den Gegenstand entsprechend erweitern, dass der zur Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes passt. Spannend. Gericht für Arbeitssachen. Die Gerichtsbarkeit in Arbeitssachen, § 2 bis 3, wird ausgeübt durch die Arbeitsgerichte. § 14 bis 31 Landesarbeitsgerichte, § 33 bis 39 und das Bundesarbeitsgericht. § 40 bis 45 Gerichte für Arbeitssachen. Ich bin bei einem Arbeitsgericht. So, Zuständigkeit im Urteilsverfahren. Das ist jetzt wichtig. Die sagen nämlich, sie sind nicht zuständig. So, also, hat er heute gesagt, in einem Güteverfahren, zu einem anderen Gegenstand. Die Gerichte für Arbeitssachen sind ausschließlich zuständig für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Tarifvertragsparteien oder zwischen diesen und Dritten aus Tarifverträgen über das Bestehen oder Nichtbestehen von Tarifverträgen. Und jetzt kommt das Wichtige für kleine Leute wie mich. Wird mich von bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gesprochen und da falle ich wahrscheinlich drunter. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen tariffähigen Parteien oder zwischen diesen und Dritten aus unerlaubten Handlungen, soweit es sich um Maßnahmen zum Zwecke des Arbeitskampfes oder um Fragen der Vereinigungsfreiheit einschließlich des hiermit im Zusammenhang stehen Betätigungsrechts der Vereinigung handelt. Hier geht es um das Gründen von Gewerkschaften und den Arbeitskampf von Gewerkschaften, wenn sich eine Gewerkschaft neu gegründet hat. Danach besteht hoffentlich ein Tarifvertrag und dann greift erstens, drittens, das ist glaube ich der wichtigste, bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus dem Arbeitsverhältnis über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Arbeitsverhältnisses und das ist das, was bei mir greifen würde, drittens B, über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Arbeitsverhältnisses. Ich bin der Meinung, dass dann das Arbeitsverhältnis besteht und mir meine bisherige Arbeitsleistung angemessen ersetzt wird. So. Aus Verhandlungen über die Eingehung eines Arbeitsverhältnisses und aus dessen Nachwirkungen reicht auch schon. Eigentlich steht da schon, dass die zuständig sind. Ich glaube, ich nehme 3c. Aus unerlaubten Handlungen, soweit diese mit dem Arbeitsverhältnis im Zusammenhang stehen. Über Arbeitspapiere. So.
glaube, ich schreibe den morgen einen Antwortbrief. Antwort zum Zeichen bla bla bla. So. Für relativ viele machen. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern oder ihren Hinterbliebenen und Arbeitgebern über Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in rechtlichen oder unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Gemeinsamen, das war viertens B. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern oder ihren Hinterbliebenen und Arbeitgebern über Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in rechtlichen oder unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Das heißt, wenn jemand stirbt, können die Hinterbliebenen den Arbeitgeber belangen. Ist manchmal wichtig. So, 20 Minuten sind rum. Für mich hat es sich gelohnt. Ich weiß, was ich zu tun habe morgen. Ich lese trotzdem weiter vor.